Liebe Leute, wir spielen live auf Twitch zum dritten Mal hintereinander und zeichnen auf für YouTube Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters. Und sind relativ früh noch im Laufe der Story-Kampagne und haben zuletzt eine bockschwere Kampagne, eine bockschwere Mission durchgeführt, haben einen riesigen Blütenbaum, der total verseucht war und eklig, niedergemetzelt, haben immer wieder neue Runden von Feinden niedergekämpft, haben überlebt und es stehen tatsächlich gar nicht so doof da. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Und schauen uns mal an auf der Sternenkarte, wo wir uns befinden. Das ist hier in der Ecke. Wir haben bei der Forschung ein bisschen es geschafft, dass unser Schiff etwas schneller unterwegs ist. Jetzt schauen wir mal, ob wir es noch schaffen, hier zu einer dieser beiden Missionen rechtzeitig zu sein. Ich vermute das nicht. Nee, da kommen wir nicht mehr rechtzeitig hin. Trotz der Forschung und hier wahrscheinlich erst recht nicht. Nee, das schaffen wir nicht. Ja, dann können wir hier gar nicht so viel machen. Dann würde ich mal vorschlagen, wir ziehen in die Mitte. Von dort aus können wir beim nächsten Mal überall gut hinkommen. Forschung haben wir eingestellt. Wir können hier in der Zeitliste gucken, was demnächst passiert. Forschung ist drin, Bauprojekte sind drin. Geskillt haben wir unsere Herrenkämpfer ebenfalls. Das klappt. Und jetzt, ja, Zeit voran und gucken, wo wir landen. Auf geht's, Leute. Wir reisen ein bisschen durch die Zeit. The Square Fox schreibt im Chat: Ehre dem Gott Imperator und seinen Engeln des Todes. Und jetzt? Was? Wie? Wo? Was? Wo bin ich? Achso, es geht los. Ich dachte schon, was ist jetzt passiert? Wir fliegen einmal rüber. Ja, sind hier angekommen, können ja nichts erledigen. Zeit ist immer noch nicht geschafft. Ich würde mal sagen, wir bleiben hier in der Mitte, weil es ist ein relativ zentraler Punkt. Da sollten wir nachher halbwegs überall hinkommen. Ein paar unserer Leute heilen nur ein bisschen für uns hin. Ah, wir können den Prognostikarius wieder einstimmen. Das ist der Chor, mit dem man Verderbnisstufen senken kann. Wir gucken mal, hier ist die Verderbnisstufe bei 1. Hier ist sie. Ja, hier steigt sie auch gleich. Wir bleiben an Ort und Stelle. Weil der Chor ist, der war, glaube ich, hier in der Mitte, ne? Von dort aus kann der alles so sternförmig, überall, wo diese weißen Blitzkringel sind, alles erreichen und für uns ein bisschen günstiger stimmen. Weil es dort Missionen gibt, wissen wir, welche Gegner es sind und die Zeiten, man ist doch schneller unterwegs. Aber was uns gerade nicht genützt hat, wir bleiben hier mal. Wir bleiben genau so, wo wir sind. Ach, sind gar keine verfügbar. Ach, das hatten wir schon mal. Es wird eingestellt, einstimmen. Und dann können wir die nicht einstimmen, weil uns diese Ressource gar nicht zur Verfügung hat. Das hatten wir schon mal. Komm, lass uns nicht drüber ärgern. Weitermachen, schönes Spiel weitermachen. Einfach Zeit vorspulen. Wir werden aufgefordert, eine Aktion durchzuführen, für die wir gar keine Ressourcen haben. 4 Ressourcen gibt es. Es gibt die Requirierung. Das sind meistens Gegenstände, manchmal auch Leute. Dann haben wir die Prognostikarien. Habt gerade gesehen, Boni auf der Strategiekarte und dann haben wir noch diese eine Ressource, die man Gebäude schneller voranmacht und dann noch diese Grimoires und da kann man Vorteile auf dem Schlachtfeld freischalten und nutzen. 3 neue Missionen werden aufgedeckt. Und wo sind sie? Bei uns in der Nähe. Schaffen wir 3? Also den schaffen wir auf jeden Fall. Da müssen wir lange um. Dann fahren wir da einmal hier hin. Was gibt's hier? 15 Tage. Das stimmt nicht. Mission kann nicht rechtzeitig beendet werden. Das stimmt nie und nimmer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Ach so, ihr meint, das würde weiterlaufen. Der eine Chor, den haben wir weiter benutzt. Der läuft hier weiter in der Mitte, ne? Okay. Also hier ist Stufe 2 im Augenblick. Hier ist Stufe 2, geht zu 3. Da ist eine kleinere, hier ist nichts. Das stimmt nie und nimmer, dass man da nicht hinkommt. Also wir müssen den Blütenwuchs stören, suchen und zerstören. Mission ohne Einsatz von Granaten gewinnen, das ist nicht meine Spielweise. Da will ich schon mal nicht hin. Dann versuchen wir hier hin. Was gibt's hier vorne? Mission ohne kritische Verletzung gewinnen, das haben wir letztes Mal schon geschafft. Das versuchen wir. Das sind die Gegner. Gefahrenstufe hoch. Aua, schaffen wir das? Schaffen wir eine schwere Mission? Das ist eine mittlere.
Eine mittlere will ich natürlich lieber als eine schwere, aber schaffen wir eine Mission ohne Granaten? Wir können es mal versuchen. Sollen wir mal anders spielen als sonst? Und versuchen das ohne Granaten? Oder meint ihr, wir sollen die Gefahrenstufe hoch machen und dann mit Granaten? Oder sollen wir mal wirklich was anderes erleben hier mal? Was meint ihr? Hier bekommt man als Missionsbelohnung, dass die Verderbnisstufe sinkt, klar. Und ein Grimoire. Und hier bekommt man als Missionsbelohnung 10 Servitoren und die Verderbnisstufe 1 runter. Servitoren haben wir im Augenblick bei 14 und eine Grimoire. Wir müssen die Zusatzaufgabe nicht aktivieren. Ich würde sie aber gerne aktivieren. Macht, finde ich, irgendwie einen netten Kitzel. Ich mag Granaten. Ohne Granaten Spaß war dabei, ja. Was meint ihr? Wir können die Zusatzaufgabe auch weglassen. Mats hat völlig recht. Liebe Grüße an Jamie. Hierhin, nur das hier oben, verzichten wir drauf. Mit Granaten kommen machen wir. Hausregel. Immer mit Zusatzoptionen. Komm, wir fliegen hier hin. Ich will da hinreisen. Bekommen wir ein Grimoire und komm. Eingriff erforderlich? Was für ein News. Our brother has made a complete and near instantaneous recovery. Such occurrences are not unknown among the Astartes, but it is rare enough that the apothecaries have deemed him one of the Emperor's chosen. Not needed. Der Auserkorene des Imperators heißt die Mission. Ich habe erfreuliche Nachrichten. Mitrak Bors, einer unserer Helden, unserer Ritter, hat sich vollständig erholt. Das ist beinahe augenblicklich. Solche Vorkommnisse sind unter den Astartes nicht unbekannt, aber sie sind selten genug, dass die Apothekarien ihn als einen der Auserkorenen des Imperators einstufen, der keiner weiteren Augmentation, keiner weiteren Verbesserung bedarf. Cool. Das heißt, einer ist früher fit. Das ist schon alles. Na super. Und weiter dahin geht's. Komm. Kommt doch rechtzeitig da an. Stufe 2. Wir gehen einmal rein. Starten die Mission. Mit oder ohne die Tat, Leute? Nee, die lassen wir weg. Pack ich nicht. Ich liebe Granaten. Da muss man alle Leute auch umkörpern. Granaten bleiben, wir machen mit Granaten. Da habe ich keinen Bock drauf. Granaten finde ich cool. Weiter so. Machen wir unten. So, jetzt können wir. Wir können uns durchaus auch Leute mitnehmen, die verwundet sind. Die haben dann geringfügig weniger Trefferpunkte. Aber schaut mal, das ist echt wenig. Glaube ich. Wie viel hat der? 6 weniger als sonst. Hat er 6 weniger als sonst? Aber dadurch können wir die halt langsam auskillen. Wir gucken mal. Wir ersetzen den Apothekarius eventuell durch einen anderen Apothekarius. Tarik ersetzen wir durch Egiarne. Der ist ja auch fit. Hat es gerade geklappt? Ja. Dann, die beiden sind fit. Ein Interceptor, das ist ein Fernkämpfer. Dann tauschen wir den eventuell noch aus. Der ist Stufe 2. Haben wir einen, der richtig fit ist und der nur noch nicht dabei ist. Wir haben 2 Purgatoren. Könnten 2 Fernkämpfer mitnehmen. Aber irgendwie ungerne. Ist irgendjemand... Hier, der ist nur ein bisschen verwundet, den können wir mitnehmen. Der ist nur noch 3 Tage verwundet. Der hat nur 3 Trefferpunkte weniger, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Der wird ausgetauscht, der kommt dazu. Ja? Habe ich ihn jetzt ausgewählt? Ist er dabei? Ja, er ist dabei. 2 Justikare, 2 Nahkämpfer. Und der hat, glaube ich, die Teleporter-Rüstung hier. Ein Fernkämpfer, ich formuliere das mal überspitzt, ein Fernkämpfer und ein Heiler. Mission wird gestartet. Waffen und Rüstung hat man letztes Mal gecheckt. Yokozuna, vielen Dank fürs Abo. Herzliche Grüße an dich, willkommen. Neujahr.
Yokozuna, bitte Blumen von allen anderen bekommen. Neujahr. Danke fürs erste Abo. Wünsche euch viel Spaß. Ich muss sagen, mir hat das die letzten beiden Abende haben mir viel Spaß gemacht. Are you certain the bloom is here, Ektar? This is a bustling industrial world. The omens are plain. There is bloom spawn below. They corrupt the minds of the weak and the unworthy. Purge the unclean. So, wir müssen wieder Blütenwuchs, und zwar gleich zwei hier, zerstören. Ist ja auch eine mittelschwere und keine leichte Aufgabe mehr. Einmal, oh Gott, ist das weit weg. Hier hinten. Und der andere ist wo? Auf dem Weg dorthin, okay. Das heißt, es ist echt ein bisschen schwerer. Es wird mal, so eine lange Mission. Hier müssen wir durchlaufen. Wir können hier oben rein. Hier kann man auf Dinge ballern. Wir könnten hier langlaufen, oben bleiben, hier durch. Hier durch die Tür durch, dahin und dann weiter. Letztes Mal hatten wir sehr gute Erfahrungen damit, immer am Rand entlang zu laufen. Da haben wir nämlich den Rücken frei, aber das dauert deutlich länger. Würde ich nicht ohne Not machen. Wir rennen einmal quer durch. Toffen, dass wir es auf dem, wir laufen mal ganz schnell nach vorne, Trip auch gut hinbekommen. Wir immer gerne mit dem Hinteren als Ersten. Habe ich bei XCOM schon mal gerne gemacht. Hier hätten wir noch eine Aktion. Das ist die Anzahl der Punkte, die uns bleiben. Einmal nur bis hierhin. Ihr wisst ja, wir können in jeder beliebigen Reihenfolge ziehen. Noch nichts aufgedeckt. Mit dem ist auch ein bisschen hier noch vor. Einmal hierhin. Onward, Brothers. Oh, jetzt haben wir ordentlich Sicht auf alles. Aber noch keine Feinde aufgedeckt. Das sieht doch gut aus. Da oben laufen wir weiter durch. Nehmen mal den hinteren jetzt. Wo ist unser Apothekarius? Den haben wir nach vorne geschickt. Klasse. Das ist der Fernkämpfer. Den schicken wir als mal als nächstes. Hier dann null Aktionen. Hier dann noch eine. Deckung nach vorne. Ich ungern nehme sowas, was explodieren kann. Das finde ich immer so ein bisschen uncool. Also nicht. Springt einmal quer durch, macht gerne was dabei kaputt. Your command. Wenn wir übrigens eine Feindgruppe aufdecken, bekommen alle anderen sofort ihre kompletten Aktionspunkte wieder zurück. Deshalb finde ich das eigentlich sinnvoll, dass man die stückchenweise vorzieht und mit einem dann, die haben alle nur einen Aktionspunkt übrig. Ne? Einer sollte es mindestens sein, mit dem ziehen wir jetzt mal hier so rein. Dann mit dem nochmal ein Stückchen nach vorne. Mal gucken, was wir aufdecken können. Aufgedeckt, eine Runde weiter. Der Es haben doch die ersten Gegner aufgedeckt. Was sind die fies? Die ziehen. Ja, aber keine Aktionspunkte zurückbekommen, weil das nicht während unseres laufenden Zuges war. Die Damen und Herren bedrohen uns. Blüte steigt jedes Mal um 25%. Normalerweise nur um 20%, aber der Planet ist ein bisschen mehr verseucht, deshalb ist die Aufgabe kniffliger. So, wir können doch gut von oben runterballern. Die stehen direkt nebeneinander. Wir könnten sogar eine Granate werfen. Jetzt die erste. Das sind hier das Maschinengewehr des Nörgel, heißen diese Einheiten. Sperrfeuer. Reichweite 14. Aua. Reichweite 14 ist heftig. Deckung können sie zerschießen. In der Hocke haben sie eine Deckung mehr. Können auch Nahkampf machen. Also 14er Reichweite ist uncool. Da würde ich eigentlich wirklich echt gerne so eine Granate einmal reindonnern. Yes, Commander.
Purgator könnte das machen. Der kann aber auch gut schießen. Der hat ja eine Granate. Der steht am weitesten vorne. Achtung, hier explodiert was. Das ist natürlich eine schlechte Gelegenheit. Hierhin eine halbe Deckung. Kann er von hier sogar die Granate werfen? Ja, wer sagt's? Drei auf einmal. Einmal hier rein. Dann ist die Deckung auch weg. Was, das Sperrfeuer ist auch weg? Komm. Missionen ohne Granaten. Alle haben keine Deckung mehr, alle sind verwundet. Und deren Sperrkegel auf uns sind weg. Er hat noch zwei Aktionspunkte. Haben wir irgendwo hier volle... Achtung, hier kann es explodieren, aber hier sicher nicht. Wir ziehen mit ihm. Hier hätten wir noch eine Aktion. Da hätten wir noch null. Hier haben wir eine. Ach, der kann von hier aus nicht zielen, ne? Aber von da... Ziehen wir mit ihm hier hin. It will be done. Jetzt kann er noch einmal ballern. Ein Distanzangriff auf. Wen kann er von da erwischen? Keinen? Doch, den hier. Mit 5. Dem ordentlich. Ne, da nur einen? Echt? Warum denn nur einen? Lange Reichweite. Okay. Und das ist eine kurze Reichweite. Mittlere Reichweite. Deshalb hier mehr. Dann machen wir hier. Kritischer Treffer? Nein. Steht wieder auf. Also hat auf jeden Fall ordentlich wehgetan. Was ist das für ein Kollege hier? Auch eine sehr sympathische Gestalt. Ein abtrünniger Prediger. Kann Explosionen machen, mit denen er die anderen unterstützt. Psionische Unterstützungsexplosionen. Die sollten wir also möglichst früh rausnehmen, damit er die anderen nicht mehr boostet. Okay, alles klar. Um den kümmern wir uns also als erstes. Alles gut. Boah, ist der hässlich. Aber ganz im Ernst. Findet ihr den attraktiv? Ich weiß, oder bin ich der Einzige, mit der so rein vom ästhetischen Geschmack her denken würde? Ich weiß nicht. Es ist so ästhetisch, so leicht gehandicapt, muss man ganz politisch korrekt zu formulieren. Findet ihr auch, dass diese Person hier ästhetisch gehandicapt ist? Oder bin ich der Einzige, der das so wahrnimmt? Wie nehmt ihr das wahr? Schön ist das nicht, meint Albert Einhorn, die inneren Werte zählen, WB. Findet ihr, der hat innere Werte? Also wenn die so aussehen wie die äußeren Werte, dann Igitt. Wunderschön, der Kerl, meint Winterherz. Der kriegt kein Foto von Heidi, meint dagegen ganz hinten im Bus von ganz weit hinten. Kein Nörgelshaming, ey. Erich beschwert sich. Wer will denn kein Kind von dem, Grumpelpumpe? Bedien dich. Und weiter. Komm, einmal zurück, einmal wieder raus. Er hat ja auch geschwollenes Fleisch. Tolle Eigenschaft. So, wir schießen nochmal, aber nicht mit ihm. Er kann noch. Also er steht weit hinten. Ich würde eigentlich gerne oben bleiben, denn da haben wir einen schönen Vorteil. Da hinten müssen wir hin. Ich würde ungern runterrennen, ohne Not. Andererseits sind oben viele Dinge, die explodieren können. Und wir haben mäßig Deckung. Wir ballern erstmal... Yes, Commander. Die stehen auch noch. Die sollen sich uns erstmal nähern. Hier hinziehen würden, hätten wir zwei Aktionen. Den könnten wir mit zweimal treffen. Der hat auch noch drei Trefferpunkte, aber er würde nicht dabei sterben. Hier will ich eigentlich da. Und wenn wir doch einen Nahkampf versuchen von hier oben. Komme bis dahin. Ja. Können wir dreimal Nahkampfangriff? Dann sind drei tot. Es sind fünf. Das ist auch Vorkämpfen einfach. Drei coole Nachkämpfe. Komm, machen das mal. Die kriegen wir da alle in einem Rutsch tot, oder? Der ist hier vorne. Kommt der bis zu einem Feind hin im Nahkampf? Ja, der könnte sich den schnappen. Der kann sich den hier schnappen. Und der hier kann sich einen beliebigen schnappen hier, ne? Die beiden hier. Da fangen wir mit dem Kollegen hier an. Ziehen runter.
Einmal Nahkampf hier drauf, bitte. I sense their presence. Da vorne sind die Blüten. Der Vorteil vom Nahkampf ist auch, dass man halt zum Feind hinrennt, logisch. Dass man damit, wenn der Feind Richtung zum Ziel steht, ein Stück schon an der, dass man schneller durch die Karte hindurchkommt. Man ist natürlich exponierter, aber es ist eigentlich, man kommt schneller durch und hier oben hat man ja den Nachteil, dass hier alle x Runden irgendwie ein kleines Debakel passiert. Und er rennt hier runter, tötet den Kollegen hier. Dann haben wir den hier vorne noch. Und er rennt auch noch runter und holt sich den hier. Another one down. Ja. Zwei bleiben erstmal übrig von dieser ersten Gruppe. Ja, es tut mir ein bisschen weh. Macht eine Überwachungszone. Die sollte man also als letzten ziehen. Festgenagelt. Der hat, glaube ich, einen Aktionspunkt weniger dadurch. Legt eine Zeitbombe. Oh, das ist clever. Dadurch kann der... Das ist aber ein kluger... Also KI-mäßig finde ich das klug. Wenn, ne? Wenn er wegziehen will, obwohl er hat zwei Panzerungen, dann geht's dem doof. Das ist nicht... Das ist klug gemacht. Aber das schaffen wir trotzdem. Wir fangen mit dem hier an. Du musst jetzt erstmal den hier außer Gefecht nehmen. Einmal feuern und dann einmal Nahkampf, ne? Einmal feuern. Kommt er im Nahkampf? Kann er da... Das ist wie viel... Da hat er nur noch eine Aktion. Wie viel hat er denn? Nur zwei Aktionspunkte, okay. Ach so, nee, ja. Ach, schön, klasse. Und kann der Kollege den vier hier und über Nahkampf, wenn er hier unten lang zieht? Das schafft er nicht. Der könnte aber hier in der Zone durchlaufen. Hier durchlaufen. Der zieht er nicht durch den Kegel, nur durch die Bombe. Einmal. Und der andere erwischt ihn dann beim zweiten Mal. Die Frage ist nur, wie kommen wir an den ran? Schafft das der hier oben? Ach, das schaffen die beiden hier unten dann locker. Der zieht einmal hier hin. Oh, wurde doch beschossen. Hätte ich nicht gedacht. So, und was können wir machen? Wir können seine Waffe deaktivieren oder ihn betäuben. Das machen wir natürlich. So, und jetzt wollen wir ihn mal endgültig alle machen. Mit unserem letzten Aktionspunkt. Klasse. Und weil wir ihn exekutiert haben, haben wir, glaube ich, einen Aktionspunkt. Hat jetzt jeder unserer Leute erst betäubt, dann um die Ecke gemacht, hat jeder unserer Leute einen Aktionspunkt dazu bekommen. Das ist natürlich sehr hilfreich. Dann fangen wir erstmal mit dem hier vorne an. Der müsste jetzt eigentlich vier haben, ne? Ja, und die haben ihre Aktionspunkte zurückbekommen. Einer war ja abgezogen worden. Ja, zwei. Einmal ist er fast tot. Ja, wenn wir auch hier einmal betäuben, bitte. Wenn es einen anderen Ding im Nahkampf töten würde,
dann hätten alle einen weiteren Aktionspunkt. Die Frage ist, kommt er im Nahkampf bis hier vorne zu dem hin? Ich fürchte nicht, ne? Reicht nicht ganz. Reicht nur bis kurz davor. Und er leider auch nicht, ne? Oder doch? Ja! Das ist ja sehr gut. Danach bekommen wir also dann wieder extra Aktionspunkte zurück. Und zwar jeder unserer Leute müsste einen zurückbekommen, weil wir den jetzt hinrichten. Das ist eine Spezialität ja bei diesen Räumer 40k Rundentaktik-Kämpfen. Jetzt haben alle, bis auf den, der hat nun doch... Wert alle einen Aktionspunkt zurück? Er hat zwei. Ach, nur er. Oh, ich habe Mist erzählt. Nur er hat zwei Aktionspunkte. Schade. Warum haben die anderen lebt denn etwa noch? Ach, weil der noch lebt. Scheibenklasse, der hat... Wir hätten den Psi-Angriff benutzen sollen, dann hätten wir hingehört. Das ist ja ärgerlich. Naja, ist er betäubt. Jetzt ziehen wir mit ihm erstmal hier raus aus der Bombe. Das ist der Justikare. Wir dürfen jetzt aber nichts auslösen. Hier vorne geht's gleich hin. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir laufen einmal hier hin. On my way. Jetzt geht die Bombe hoch. Oh, wir waren doch im äußeren Bereich. Boah, so eine riesenlange Flammengeschichte. Ja, Scheibenkleister. Scheibenkleister. Ist einer von uns entbrannt hier? Der Feind ist immer in um der Ecke. Kommt ganz knapp neben den Flammen. Wir brennen nicht. Ein Feld neben den Flammen geblieben. Wow. Ich habe mehr Glück als Verstand. Ich muss nur aufpassen, dass wir nicht hier quer durchlaufen, sonst hätten wir ein kleines Problem. Und da ist eine gegnerische Patrouille hier vorne. In welche Richtung zieht die? Wird nicht gezeigt. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung laufen. Rechts lang oder links lang? Durch diese Tore kann man durchpreschen gleich. Wo ist denn hier ein Tor? Das ist ein Tor, ne? Da kann man durchrennen. Laufen wir erstmal hier gerade durch. Muss der nachladen? Nee, der hat noch keine Fernkampfgeschichte benutzt. Dann rennen wir bis... Einmal bis hier hin. Boah, haben wir echt Schwein gehabt gerade, Leute. Ich will nicht behaupten, dass ich das cool geplant hätte. Das wäre leicht übertrieben gewesen. Jetzt ziehen wir mit dem Kollegen dahinter. Mit dem hinteren da vorne. Ich habe eben erklärt, warum. Falls wir eine Gegnertruppe auslösen und wir hätten irgendwo noch einen Aktionspunkt übrig, ist ja nicht beim Rundenwechsel, dann würden wir alle was zurückbekommen. Ziehen einmal bis hierhin erstmal. It will be done. So kommen wir schneller zum Ziel hin. Falls wir noch eine Gruppe auslösen, dann nehmen wir ihn eher vorne. Und den hinteren zuerst. Oh, wir könnten auch wieder heilen, ne? Der hat doch Schlachtfeldmedizin, der könnte sich selber heilen einmal. Dann zieht der bitte bis... Hierhin. Jetzt heilt er sich selber einmal. Mittlerweile habe ich auch nachgeschaut. Wir hatten ja darüber spekuliert, ob Leute, die sich heilen, ob diese Heilung auch übernommen wird auf die Strategiekarte. Bei XCOM 2 ist das nicht so. Bei XCOM 2, dem großen Vorbild, ist das so. Wenn man, sagen wir mal, die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren hat bei einer Mission, da kann man zwar während der Mission noch geheilt werden, sogar bis zum Maximum, aber man nimmt in den Strategiemodus zurück, wieder mit, den niedrigsten Lebenspunktestand, den man während einer Mission hatte. Das ist hier im Spiel anders, habe ich mittlerweile mich darüber informiert. Das heißt, wenn wir jetzt, wir sollten gucken, dass wir alle Leute möglichst ausgeheilt wieder zurückbringen aufs Mutterschiff, weil die tatsächlich die vollen Lebenspunkte, also die Heileffekte, wieder mitnehmen. Wir heilen uns einmal selber hier. Achso, ich frage mich gerade, ob das Psi-Werte, ob das Psi kostet. Psionische Unterstützung. Ja, das treibt das geringfügig hoch. Wie viele Punkte hat man denn verloren? Ach, der hat nur 3 Trefferpunkte verloren. Dann gehen wir nicht in die Psi-Geschichte rein. Das mache ich nicht. Das ist mir zu riskant. Dann verstärken wir die Wellen hier oben. Machen wir nicht. Nehmen lieber den, ziehen lieber mit dem hier vorne noch mit. Your orders? Der kann hier durch die Tür durchlaufen. Aber erstmal nur vor die Tür.
Jetzt speichere ich einmal ab, weil ich was rauskriegen will. Ich bin gespannt, ob das stimmt, was ich gerade erklärt habe. Mal wieder zweifle ich ein klitzekleines bisschen an mir. Ich will was rauskriegen. Also wenn das stimmt, was ich gerade erklärt hatte, dann können wir jetzt mit einem von denen durch die Tür rennen, dann werden die aufgedeckt und alle anderen haben wieder volle Aktionspunkte. Vorausgesetzt, es ist nicht bei Runden wechseln. Der hat nur einen. Jetzt hier mit den hinteren nach vorne. Bis hierhin. Mit ihm ziehen wir nach vorne. Christa Matthew berichtet, ja. Na, eine Heilung hat man zwar eine Verwundungszeit, aber sie ist ja doch etwas kürzer als ohne Heilung. So, und jetzt haben wir noch mit ihm einen Punkt. Und hier einen. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ich ziehe den hinteren mal nach vorne. Und zwar, soweit es geht. Hierhin. Jetzt ziehen wir mit ihm hier durch. Und meine Theorie stimmt. Dann sollten wir danach, wenn hier der Baum steht, will ich eigentlich nicht in der Nähe des Baums sein oder der Blüte. Beim letzten Mal hatte der 6 Geländefelder weit so einen doofen Effekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sollten wir eher in Türnähe bleiben. In welche Richtung die dann rennen, weiß ich auch nicht. Einmal hier hin. Bin ich echt gespannt. Oder ob der jetzt ganz alleine da steht. Der Trupp wird ausgelöst. Alle verteilen sich. Nein, ein kompletter Rundenwechsel. Klappt doch nicht. Vielleicht soll er keinen mehr mit einem einzigen Trefferpunkt haben. Oder es gab mittlerweile ein Patch. Kann das sein, dass es durch den Patch... Nee. Ja, wir haben volle Treffer. Leute, ich habe doch recht gehabt. Das Warbomben-Risiko bleibt da, wo es eben war. Es wird nicht nur als eine weitere Runde ausgerufen. Und wir haben wieder volle Aktionspunkte. Stimmt doch, oder? Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich glaube, wir hatten eben denselben Prozentwert bei den Warp-Wogen. Und unsere Aktionspunkte wurden komplett aufgefrischt. Hat's geklappt? Hat der kleine Trick funktioniert? Also ich habe den Eindruck, dass ja. Habt ihr das auch so beobachtet? Wir hatten recht. Winterherz freut sich ebenfalls. So, und jetzt ziehen wir mit allen anderen an denen vorbei. Den Baum hier checken wir wieder. Ja, die hatten wir schon. Explosivangriff, 6er-Bereich sollten wir meiden. Wir müssen dann 2 killen. Und alle anderen... Was sind denn das für Gestalten hier? Was ist denn das hier? Ein Blütenzweig. Distanzangriff, Reichweite 4. Das ist relativ kurz. Die müssen wir einfach nur aus dem Weg gehen. 5 Trefferpunkte. Okay. Und dann haben wir noch hier die Nörgelkultistin mit der langen, mit der verhältnismäßig langen Reichweite, obwohl das geht so. Und die anderen sind in Fog of War, ne? Ne, hier rechts sind die. Einen solchen Marine, der kann sich heilen. Das heißt, den sollte man nicht verletzen, sondern komplett aus dem Spiel nehmen. Auch wenn die Heilung keine komplette ist. Nahkampfangriff und Bolter. Das ist noch so ein Blütenzweig. Das hat immer noch Glück. Da müssen wir nur aus Reichweite bleiben. Wir müssen uns nur auf die organischen, auf das Maschinengewehr und die anderen konzentrieren. Wir lassen die Blütenzweige weg und bleiben hier einfach nur hier rein. Also der, der am weitesten vorne stand, war... Na, der ist gar nicht reingezogen, der ist an der Tür stehen geblieben. Okay. Also dann sollten wir jetzt auf Fernkampf gehen, finde ich. Ja, wir versuchen die mit Fernkampf aus dem Gefecht zu nehmen. Alle anderen, außer den beiden Blütenzweigen und dem Baum, und dann machen wir weiter.